Was passiert eigentlich, wenn ich eine Woche ohne Produkte lebe, die Erdöl enthalten? Also vor allem kein Plastik. Ja, unter den Umständen kann ich das Experiment eigentlich abbrechen. Ich habe mir bisher nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, welche meiner alltäglichen Gegenstände Erdöl enthalten. Deswegen dachte ich erst, das Experiment wäre nicht ganz so interessant. Aber meine Güte, ich habe recherchiert. Die Vorbereitung für dieses Experiment war ziemlich umfänglich und Tag 1 sehr seltsam. Ich musste nämlich die ganze Zeit, während ich Gegenstände benutzte, parallel recherchieren, ob sie Erdöl enthalten oder irgendwie aus Erdöl gemacht worden sind. Und meine Güte, es ist unfassbar, wie viel Erdöl ich jeden Tag benutze, obwohl ich nicht mal ein Auto habe. Der erste Tag des Experiments begann an einem schönen Samstag mit super Laune und einem breiten Lächeln. Ich starte meine Experimente nicht immer montags. Manchmal auch samstags, freitags, dienstags. Ich hätte mein Samstagslächeln sehr gerne poliert, aber Zahnpasta enthält wie die meisten Duschgels und Kosmetikprodukte Mineralöl. Also keine Zahnpasta für mich. Noch schlimmer wäre gewesen, ich hätte eine Zahnbürste aus Plastik gehabt. Die hätte ich nämlich gar nicht benutzen dürfen, aber zum Glück habe ich eine aus Bambus. Kurze Einschätzung zum Thema Erdöl. Warum ist es eigentlich so schädlich? Erdöl ist ein klebriger Bestandteil der Erdkruste und Millionen Jahre alt. Seit Ewigkeiten nutzen die Menschen die klebrige Masse als Brennstoff oder in der Steinzeit zur Waffenherstellung und vor ca. 12.000 Jahren im Orient auch zum Schiffsbau. Heute nutzen wir es vor allem als Kraftstoff für die meisten Verkehrsmittel und in abgewandelter Form, zum Beispiel als Paraffin, in meiner Zahnpasta. Auch Shampoo, Kosmetik, Mascara und Deos enthalten Mineralöl. Dieses wird aus Rohöl destilliert und in Kosmetikprodukten als Paraffin eingesetzt. Das ist dann auch in Putzartikeln, Kerzen oder Make-up. Und in Kaugummi ist es auch drin und weil es so schön ist, auch als Überzug für Käse. Auf den Verpackungen versteckt sich das Erdöl aber oft unter anderen Begriffen. Für meine Körperpflege in dieser Woche hieß das Duschen ohne Duschgel, kein Shampoo, kein Deo, keine Cremes, nichts. Ich besitze nicht viel Kleidung, aber die Kleidung, die ich besitze, trage ich, bis sie zerfällt. Das ist schon mal gut, das ist nachhaltig, aber auch in meiner Kleidung steckt jede Menge Erdöl. Die meiste unserer Kleidung besteht aus synthetischen Fasern. Ihr könnt das checken, wenn ihr hinten auf die Label guckt. Wenn da beispielsweise Polyester, Elastan, Acryl oder Nylon draufsteht, tragt ihr ein Erdölprodukt. Alternativen wären Leinen, Biobaumwolle, Hanf, Wolle oder Seide. Für obenrum besitze ich zum Glück ein Leinenhemd. Und ja, mein eigener Merch ist auch erdölfrei. Untenrum habe ich erdölfreie Socken, aber ich habe keine erdölfreie Unterwäsche. Aber ich habe eine Leinenhose. Heißt aber auch, dass ich diese Woche parallel das Experiment eine Woche ohne Boxershorts durchziehen werde. Das heißt, ich werde in dieser Woche mit zwei Oberteilen und einer Hose klarkommen müssen. Zum Glück muss ich nicht so oft raus. Ich aß aus einer Porzellanschüssel mit Metallbesteck Müsli. Endlich lief mal was gut. Leider nicht so lange. Dann wollte ich mir etwas zum Essen für später einpacken und für sowas nutze ich diese Aufbewahrungsdosen. Aufbewahrungsdosen wie diese sind zwar gut, werden in der Regel aber auf der Basis von Erdöl hergestellt. Also weg damit für diese Woche. Damit fällt auch meine gesamte Technik für diese Woche weg. Mein Laptop, mein Smartphone, meine Uhr, diese Kamera. Erstens ist es mega ungewohnt, ohne Unterwäsche rumzulaufen und zweitens muss ich eine Ausnahme für diese Woche machen und zwar diese Kamera, weil ich möchte in dieser Woche live meine Erfahrungen ein bisschen aufzeichnen. Das heißt, die werde ich ab und zu anschmeißen, um euch kurz zu erzählen, wie es mir in dieser Woche geht. Nach dem Frühstück wollte ich kurz die Post holen. Mir ist gerade klar geworden, dass ich diese Woche das Haus nicht verlassen kann, weil alle meine Schuhe in irgendeiner Form Erdöl enthalten und zwar in der Sohle. Dann wollte ich meine Mails checken. Mein Computer enthält auch jede Menge Erdöl, genau wie mein Smartphone. Unsere Smartphones bestehen zu 40% aus Erdöl. Das ist einer der Gründe, warum ihr Elektronikschrott niemals in den Hausmüll werfen solltet. Aspirin enthält übrigens auch zu 35% Erdöl, und zwar als Benzol. Das steckt in einigen Medikamenten. Kaugummis enthalten auch Erdöl, genau wie unsere Reinigungsmittel. Die enthalten nämlich Tenside. Damit löst sich der Schmutz. Außerdem werden Kunststoffe auf der Basis von Erdöl produziert. Darunter auch meine Matratze. Die ist damit nicht biologisch abbaubar und sogar Sondermüll. Wenn man sie verbrennen würde, würde sie zusätzliche Schadstoffe freisetzen. Ich schlafe diese Woche also auf dem Boden. Wenn man es ganz ernst nimmt, ich glaube, mein Boden ist auch ein Erdölprodukt. Das Laminat? Okay, das ist nicht wirklich ein Gute-Laune-Video gerade, aber bleibt dran, wir kriegen das noch hin, es wird besser. Ich habe jetzt eine Nacht auf dem Boden geschlafen hier. Als Idee fand ich das richtig cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Experiment komplett die ganze Woche zu machen, macht keinen Sinn, weil eigentlich muss ich auch auf das Kissen verzichten, da ist mit Sicherheit auch irgendwas drin. Ja, Montag geht die Arbeit weiter und ich muss eigentlich auch am Mittwoch ein Skript abgeben.
Ich glaube kaum, dass ich das handgeschrieben abgeben darf. Mit Bleistift. Okay, ohne Erdölprodukte leben ist wahrscheinlich nicht wirklich umsetzbar. Außer man zieht in den Wald. Fritz? Ja, selbst im Wald komplett plastikfrei unterwegs zu sein, ist kaum möglich. Ja, ihr seht's hier, irgendwie Regenjacke, überall hat man Reißverschluss dran, Synthetik-Schnürsenkel. Ganz zu schweigen von der ganzen Ausrüstung, wenn man jetzt einen Schlafsack hat mit Synthetikfasern, einen Tarp, Messergriffe, Plastikschalen, was auch immer. Das heißt, wenn man komplett plastikfrei hier draußen unterwegs sein möchte, muss man wirklich in Richtung Mittelalter gehen. Ja, die hatten ja damals kein Plastik. Also gar nicht so einfach. Tatsächlich gibt es aber Hoffnung für ein erdölproduktefreies Leben. Und zwar in der Wissenschaft. Was wäre, wenn man aus Abfallprodukten Energie, synthetische Kraftstoffe oder Kunststoff herstellen könnte? Zum Beispiel aus CO2 meine neue Matratze. Über den WWF habe ich von einem spannenden aktuellen Forschungsprojekt erfahren. P2X ist eine neue Technologie, mit der durch Ökostrom CO2 in andere Energieformen umgewandelt werden kann. Das heißt, mit P2X könnte ich alles, was mir diese Woche gefehlt hat, kompensieren. Meine Matratze könnte ich durch eine Matratze aus synthetischem Schaumstoff ersetzen. Meine Zahnpastas und Shampoos könnte ich synthetisch mit P2X herstellen. Kleidung und Schuhe sowie auch Kraftstoffe für Fahrzeuge, Reinigungsmittel und Verpackungen, all das könnte ich mit diesem Verfahren erdölfrei herstellen. Wir wissen alle, der größte Dreck kommt immer noch aus der Industrie und P2X wäre auch genau da ein wichtiger und guter Hebel. Aber natürlich birgt das Ganze auch einige Gefahren. Und zwar vor allem das Greenwashing. Wenn alle SUV-Fahrer jetzt mit P2X-Kraftstoff unterwegs sind oder wir tausendmal mehr fliegen, weil wir glauben, dass er jetzt umweltfreundlicher, bringt das leider kaum was. Wenn sowas passiert, nennt man das einen Rebound-Effekt. Man fliegt tausendmal mehr, weil man denkt, es ist ja viel umweltfreundlicher, dann nutze ich das mal viel, viel mehr. Aber auch mit umweltfreundlichem, synthetischem Kraftstoff müssen wir trotzdem weniger fliegen und weniger Auto fahren, denn auch synthetischer Kraftstoff lässt CO2 in die Luft. Die andere Gefahr ist, dass die Industrie den P2X-Kraftstoff mit Atomkraft herstellt, statt mit Ökostrom. Atomkraft ist zwar CO2-neutral, birgt aber an anderer Stelle enorme Risiken und Probleme. Heißt also, nur wenn man synthetischen Kraftstoff aus 100% Ökostrom herstellt, ist er nachhaltig. Das klingt alles mega spannend, aber meine Frage ist, wann kann ich damit rechnen? Wann kann ich meine Matratze durch ein P2X-Produkt ersetzen? Wann jetzt welches Power-to-X-Produkt genau an den Markt kommt, da müsste ich jetzt mal meine Glaskugel befragen. Das lässt sich so einfach gar nicht sagen, weil es von extrem vielen Faktoren einfach abhängig ist. Im Groben muss man sagen, müssen wir uns noch bis 2030, sogar 2040 gedulden, bis Power2X langsam in die ersten Märkte reinkommen kann. Meine größte Sorge aktuell ist tatsächlich, dass dieses neue Verfahren durch die Politik korrumpiert werden könnte. Wir leben immer noch in Autodeutschland und das ist noch lange nicht so klimafreundlich, wie es sein könnte. Auch deshalb wollte ich euch mal ein bisschen über dieses Verfahren erzählen, weil man kriegt ja nicht immer mit, was die Wissenschaft alles so für tolle Sachen im Hintergrund macht und woran aktuell weltweit oder auch in Karlsruhe geforscht wird. Dort durfte ich unter anderem Ineratec besuchen. Die haben bereits einen kompletten Prototyp gebaut und wandeln dort fleißig CO2 in alles Mögliche um. Bevor es weitergeht, eine ganz kleine Info. Ich arbeite gerade an einem ziemlich aufwendigen Video über die Mechaniken von YouTube. Dazu habe ich einige Interviews geführt und ein vierwöchiges Experiment gemacht. Dazu mehr im Dezember. Okay, das waren ganz schön viele Infos, aber riecht ihr was? Ja, das bin ich. Ich habe endlich wieder geduscht, ich kann Deo benutzen und ich trage wieder Unterwäsche. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass wir immer noch viel zu viel auf einen verschwindenden Rohstoff setzen, der zudem alles andere als umweltfreundlich ist. Ich habe aber auch gelernt, dass die Wissenschaft aktuell an Alternativen forscht, die aber nur mit einer Energiewende auf Ökostrom Sinn machen. Das heißt für mich, so wenig wie möglich fliegen, viel Bahn fahren, noch besser Radfahren oder zu Fuß gehen, meinen Plastikverbrauch runterfahren und Alternativen für meine Erdölprodukte finden. Da gibt es inzwischen nämlich einige und die werden immer besser. Und ich weiß, dass Smartphones echt Spaß machen, aber ich denke, wir brauchen nicht alle zwei Jahre ein neues. Vielen herzlichen Dank an den WWF für die Unterstützung dieses Videos. Ich durfte unter anderem an einem zweitägigen Seminar teilnehmen und wurde wissenschaftlich bei meiner Recherche unterstützt. Danke auch an Hanna Dura für ihre Expertenmeinung und Hilfe und vielen Dank an Ineratec für das Bereitstellen des Filmmaterials zum P2X-Vorgang. Meine Güte, das war kein einfaches Video. Ich freue mich, eure Gedanken zu dem Thema zu lesen und tragt ihr Unterwäsche? Also jeden Tag? Schreibt mir und bleibt höflich. Bis bald. Would you listen if my mission wasn't drifting up empty? Would you listen?